Hoher Landtag, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin. Ja, prinzipiell gemeinsame Schule von 10 bis 14 Jahren, Ganztagsschule, klingt alles sehr gut und klingt alles sehr fortschrittlich. Nur man sollte sich die Gegebenheiten, die derzeit vorherrschen, einmal anschauen und dann halbwegs andenken, ob das überhaupt realisierbar ist, ja oder nein. Das ist ein strukturelles Problem. Und wir haben jetzt schon viel über strukturelle Probleme gesprochen, auch vorher bei der Aktuellen Stunde, wo es auch darum gegangen ist, möglicherweise eine Strafmündigkeit herabzusetzen. Das geht derzeit nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Strafmündigkeit herabsetzen funktioniert, weil ich die Struktur nicht habe. Also ich habe da nicht die Möglichkeit, diese Jugendlichen dann dementsprechend auch so zu betreuen. Das habe ich aber auch nicht, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich tue die Gymnasien weg und ich habe eine Gesamtschule von 10- bis 14-Jährigen, weil dann bräuchte ich, glaube ich, in den Mittelschulen das Doppelte, mindestens das Doppelte an dementsprechenden Fachkräften und Lehrern, um an und für sich das gewährleisten zu können, dass ich hergehe und sage, okay, das, was die Gymnasien leisten oder leisten sollten, dass ich hergehe und sage, die weiter sind schon in der Entwicklung, die gut sind in der Schule, sehr gut sind in der Schule, entsprechend fördere und all jene, die nicht so gut sind, dass ich die dementsprechend mitnehme. Das ist eine unglaubliche Aufgabe. Ich weiß, dass es Mittelschulen gibt, wo zwei Lehrer dann teilweise in den Klassen sind, wo das schon besser funktioniert, aber zwei Lehrer wird aus meiner Sicht dann, wenn ich dieses System aufbreche, nicht reichen. Das heißt, ich habe eine unglaubliche Anzahl an Lehrpersonen, die ich brauche und das werde ich nicht haben. Also da muss man ehrlich sein, diese Struktur habe ich einfach nicht. Aber wir werden jetzt trotzdem dagegen sein, aber wir sind sehr offen, was da rauskommt. Also ich würde mir das gerne mal anschauen, weil ich ja auch jetzt Vater einer mittlerweile 9-jährigen Tochter bin und merke, dass das System nicht funktioniert, das wir haben. Das funktioniert nicht. Das, was die Frau Kollegin Haselwander angesprochen hat, das fängt ja nicht in der 4. Klasse Volksschule an. Der Druck fängt in der 3., in der 2. Klasse, in der 3. Klasse Volksschule an, weil das Endzeugnis der 3. Klasse Volksschule, mit dem melde ich mich beim Gymnasium an. Und dann habe ich die Problematik, dass ich beim Gymnasium dann, muss ich zwei Wünsche abgeben, nicht mein erster Wunsch und mein zweiter Wunsch. Wenn ich jetzt beim ersten Wunsch jetzt angebe Adolf-Bichler-Platz zum Beispiel, nicht, und zweiter Wunsch Silgasse, dann muss ich mir sicher sein, dass ich Adolf-Bichler-Platz reinkomme, weil wenn ich dann im Adolf-Bichler-Platz nicht reinkomme, rutsche ich Silgasse, rutsche aber hinter all jene, die Silgasse als ersten Wunsch angegeben haben. Nicht? Also unterm Strich kann ich sogar mit alles Einser durchfallen und sagen, ich komme nicht ins Gymnasium. Und dieser Druck auf die Kinder ist unmenschlich. Das ist wirklich unmenschlich und das kann nicht funktionieren. Und die zweite Problematik habe ich, die ich ja selber mitbekomme jetzt, nicht, weil ich ja auch Bekannte habe, die Lehrer sind. Und dann gibt es Lehrer, die am Land draußen sind, die sagen von sich aus, okay, ich habe dieses Notensystem, wo ich dann teilweise 9-Jährige, 10-Jährige nach einem strengen Notensystem beurteilen muss. Es ist beispielsweise bei einem Deutschdiktat Wahnsinn, zwei Fehler ist automatisch ein Zweier. Nicht? Du hast beim Mathe-Tests oder sowas, du bist gleich bei einem Zweier. Das heißt eigentlich, und dann wird gesagt, für viele Lehrer, Zweier ist eher gute Note. Ja, prinzipiell schon, aber in unserem System ist ein Zweier keine gute Note, weil ein Zweier heißt nichts Gymnasium. Und das sind einfach Sachen, die nicht funktionieren. Dann gibt es Lehrer, gute Lehrer am Land draußen, die sagen, okay, aber bei der Gesamtnote gebe ich dann trotzdem eine Eins, weil ich weiß, das Kind ist reif fürs Gymnasium. Nicht? Dann gibt es noch Kinder, die sind möglicherweise noch nicht so reif und da kann man dementsprechend auch so agieren. Und dann haben wir aber wieder die Situation in Innsbruck gerade, nicht? Und davon sind all jene betroffen, die im Randgebiet Innsbruck-Land aufwachsen. Nicht? In Innsbruck beispielsweise von vielen Lehrern gehört, ja, sie schenken Einser her. Aus dem einfachen Grund, weil sie einfach das nicht zumuten wollen, dass sie in eine Brennpunktschule, Mittelschule in Innsbruck-Stadt gehen müssen. Nicht? Und das ist ein Wahnsinn, weil das führt ja genau dazu, dass du am Land draußen beispielsweise, jetzt nehme ich meine Volksschule her, die Volksschule Axams, die einen sehr guten Ruf hat und da, wo man wirklich sehr viel lernt. Und Gott sei Dank habe ich eine Tochter, die, was das betrifft, nach meiner Frau kommt, nicht? Also was die Noten betrifft und nicht nach mir. Da habe ich einmal zumindest schon diesen Vorteil, hat einmal zumindest meine Tochter. Aber da wird das streng. Also da ist alles Einser, ist da wirklich alles Einser. Und die haben einen klassischen Nachteil gegenüber all jenen, die in der Stadt sind. Ein Wahnsinn. Ist so. Ja, ist so. Dann redest mit Eltern. Und dann aber der dritte Punkt ist, wo wir uns alle an der Nase nehmen sollen, dass nicht alle, nicht immer verallgemeinern, aber viele haben da einfach einen Vorteil. Das ist so. Und das sehe ich nicht ein. Und auf der anderen Seite ist dieser Druck, den natürlich auch möglicherweise Eltern machen, aber auch der Druck, der in der Schule dann entsteht, ab 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre, ist für die Kinder unzumutbar. Und da spielen sich nicht nur Dramen ab, sondern es waren ja jetzt auch Zeitungsartikel in der
DT oder Kronenzeitung, ich weiß es nicht mehr, wo genau das behandelt worden ist, wo man wirklich weiß, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrie da dementsprechend solche, die Kinder sind am Ende. Gell? Und das kann ja nicht sein mit 9 oder 10 Jahren, das ist ja mitten in der Entwicklung. Nicht? Also da ist jetzt der Gedanke, diese gemeinsame Schule, weil da, das ist ein netter Gedanke, wo ich sage, okay, da wird das gefördert und bleibt niemand auf der Strecke. Das ist schon etwas, was man forcieren sollte. Da muss man aber aufpassen, dass das derzeitige System einfach nicht funktioniert und die Strukturen für ein neues System einfach auch noch nicht da sind. Aber wie gesagt, wir schauen uns das an. Was die Gesamtschule betrifft, die Ganztagsschule, ja, es ist für viele, muss ich sagen, für viele ein guter Weg, weil viele haben nicht die Möglichkeit, so wie wir es jetzt zu Hause haben, wo meine Frau auch wirklich konsequent mit der Kleinen die Hausübungen macht, wo man wirklich schaut, dass da was weitergeht, das haben viele nicht die Möglichkeit. Das gebe ich recht, da hast du ein Problem, weil natürlich die Eltern oft einmal selber möglicherweise gar nicht mehr mitkommen, was mit dem Stoff, nicht? Das kann ja auch passieren. Sprachliche Barrieren sind, das kann auch passieren, nicht? Dass die Kinder ja viel, viel besser schon Deutsch sprechen wie die Eltern selber. Nicht? Das ist ja alles, und die dann bei der Hausübung nicht helfen können. Für solche ist natürlich eine Ganztagsbetreuung nicht schlecht. Aber man darf nicht vergessen, es gibt auch andere Familien und darum muss die Wahlfreiheit bleiben. Also wenn ich jetzt die Situation hätte, dass meine Tochter jetzt wirklich jeden Nachmittag Schule hätte und dann am möglichen Abend noch zweimal in der Woche Taekwondo und dann geht sie noch vielleicht irgendein Musikinstrument, nicht? Dann habe ich aber auch ein Problem, weil ich das Kind dann eindeutig überfordere. Das muss man auch sagen. Also Spielzeit muss man auch mit einrechnen. Nicht? Und eine Zeit, wo das Kind auch im Kinderzimmer ist und mit den Sachen spielt, wo sie draußen auf der Straße mit den anderen Kindern spielt, wo sie im Wald spielen geht, das bitte sollte schon auch noch da sein. Gell? Und Elternzeit sollte auch noch da sein. Also diese Wahlfreiheit muss gewährleistet sein. Also insgesamt sind wir zwar gegen diesen Antrag der NEOS, aber wir schauen uns an, und wenn wirklich was Gescheites rauskommt, dann werden wir vielleicht unser zumindest die FPÖ Tirol dementsprechend hier vielleicht einmal andere Abstimmungsverhalten an den Tag legen. Danke.